Muss schon sagen, dass ich bei der Anreise auch irgendwo ein bisschen nervös war, ein bisschen aufgeregt war. Also aufgeregter als jetzt vielleicht bis 2019 zu den Anreisen. Also ein gewisses Kribbeln verspürt habe, war aber durchweg positiver Tag, ja, auf den ich auch schon hingefiebert hatte. Es war auch durchaus für mich eine Sache, die ich mir nochmal als Ziel vorgenommen hatte, in meiner Karriere mich wieder hier reinzuarbeiten. Das war definitiv etwas, was ich unbedingt schaffen wollte. Deswegen ist es jetzt eben aber auch dann natürlich eine schöne Bestätigung für die Arbeit seitdem, was war das, März 2019, glaube ich, die wir dann eben da alle drei, ich würde da jetzt auch Jerome direkt mit reinnehmen, eben geliefert haben und dass wir eben auf dem Platz dann auch einfach weiter unsere Leistungen gebracht haben, eventuell sogar nochmal gesteigert haben. Und wird die Kommunikation bei Radio Müller ist nur einer Programmchef und das ist TM25 himself. Ich glaube, ich wie ein, zwei andere versuchen ihn manchmal, wenn er zu lange redet, dann zur Seite zu nehmen. Gestern hatte ich, glaube ich, schlicht Hunger. Dann muss er halt mal aufhören, eine Frage zu beantworten. Aber ich glaube, Thomas braucht keinen Programmchef, der könnte, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, locker Samstagabend Wetten, das irgendwann übernehmen, wenn er aufgehört hat mit Fußball. Deswegen muss man ihn nur manchmal stoppen. Ich möchte mich sowohl sportlich als auch natürlich als Typ voll einbringen, versuche mich in die bestmögliche Verfassung zu bringen bis zum Turnier und dann natürlich hoffe ich logischerweise, dass ich dann die Rolle auch auf dem Platz einnehmen darf und kann.